Hallo, schönen guten Abend. Ich möchte etwas sagen, oder etwas vorlesen. Es wird nicht ganz so aktiv sein, wie wenn ich es jetzt frei erzählen würde, aber es ist eine Information, von der ich glaube, dass einige sie wissen, andere noch nicht. Es ist eine Information, die immer wieder und immer wieder gesagt werden darf, damit es immer mehr Leute wissen. Zum einen möchte ich mich eben anschließen, ja, Deutschland ist eine Firma, aber es sind sehr, sehr viele andere auch. Österreich ist auch eine eingetragene Firma in der UPIC, das ist das Internationale Handelsregister. Und auch Österreich hat darin eine Handelsregisternummer als eingetragenes Unternehmen. Und damit ist jetzt Folgendes passiert. Sehr, sehr viele Länder, soweit ich weiß, bis auf 10 dieser Erde, sind eingetragene Firmen, damit sie auch untereinander handeln können. Das heißt, sie agieren als Unternehmen. Und diese Unternehmen haben natürlich auch eine Bilanz zu führen. Und diese Bilanz wird genauso wie bei jedem anderen Unternehmen auch mal geprüft. Und es gab eine Vereinigung, also eine Initiative, die nannte sich dann auch die UCC. Die hat sich das zum Ziel gemacht, mal die Wirtschaftslage der Handelsunternehmen Länder aufs Korn zu nehmen und sich anzuschauen. Und dabei ist Interessantes rausgekommen, und zwar, dass diese Länder sämtliche alle insolvent sind und zwangsvollstreckt sind. Oder sie wurden dann zwangsvollstreckt aufgrund dieser Forschung. Ich bin jetzt ein bisschen irritiert. Ich habe nämlich die Unterlagen, die das besagen, um euch das vorzulesen, das Urteil darüber und auch die Zwangsvollstreckung darüber, habe ich hier auf dem Handy und möchte sie ablesen. Nur ist jetzt gerade der Code weg, dass ich wieder auf den Bildschirm komme. Und das ist das, was ich euch vorlesen möchte. Genau, es geht um, du bist frei, wir sind nämlich alle frei. Das wissen wir schon, aber wir können das noch nachlesen, wie sich das Ganze gestaltet. Und dabei gibt es eben dieses Urteil der UCC. Und ich würde das gerne vorlesen. Es ist eben, wie gesagt, ein Text, den ich vorlese, aber es ist wirklich der Inhalt, der äußerst interessant ist. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich hoffe, dass es euch nicht zu lang wird, aber hört es vielleicht mal zu. Der One People Public Trust verkündete die Zwangsvollstreckung der Banken und Regierungen weltweit am 25. Dezember 2012. Das ist geschehen. Dies war das Resultat einer Untersuchung zu dem massiven Betrug, der das gesamte System durchdrang. Es gibt einen Link dazu. Wer den möchte, den kann ich euch im Nachhinein sagen. Ich kann ihn auch kurz vorlesen. Naja, das ist zu kompliziert. Paradigmen Dokument from the Treasury Finance Age Industry in der Schweiz. Was ist passiert? Der OPPT unterstellte den Weltbanken und Weltregierungen, dass sie durch irreführende Handlungen und Praktiken das Volk seit Hunderten von Jahren bestohlen hatten und dass nichts zwischen dem Schöpfer und jeder seiner Schöpfungen steht, und gab gebührend Möglichkeit, beide Aussagen zu widerlegen. Sie konnten und wollten es nicht. Um dies vollständig zu verstehen, lesen Sie bitte die Erklärung der Fakten auf. Und jetzt eben wirsind1.org und www.i-uv.com. Das ist dann die sogenannte Declaration of Fact. Es folgen zwei Auszüge. Alle Regierungscharters sind annulliert. Das ist jetzt die Grundaussage. Dann haben sie unter weiterem unterstellt, dass jegliche und alle Charters, einschließlich der United States Federal Government, United States, State of, inklusive jegliche und alle Abkürzungen und andere rechtliche, finanzielle und administrative Formen, jegliche und alle öffentliche Dienststellen, Beamten und öffentlichen Bediensteten, Verwaltungsakte und Vollzugsbedienstete, Verträge, Verfassungen und Satzungen, Mitgliedschaften, Verordnungen und jegliche und alle sonstigen Verträge sowie Vereinbarungen, die damit und darunter getroffen worden sind, jetzt nichtig, wertlos oder anderweitig annulliert sind. Bankcharters sind annulliert, erklärt und unwiderruflich gelöscht. Jegliche und alle Charters der Mitglieder der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, alle Mitglieder und Nutznießer, einschließlich aller Begünstigter, einschließlich jeglicher Körperschaften, die private Geldsysteme besitzen, betreiben, unterstützen,
günstigen und die sich Rechnungsstellung, Geldeintreibung, Vollstreckungsmaßnahmen bedienen, um Sklavensysteme zu unterhalten, die rechtmäßige Werte mithilfe unrechtmäßiger Befugnis beschlagnahmen, zwangsvollstreckt sind. Sie bekommen eine Unterlassungsanordnung. Und zwar gibt es die, die nennt sich Declaration and Order. Das ist auch ein Formular, das man abrufen kann. Das ist unter der UCC, hat eine spezielle Dokumentennummer, die jeder erfragen kann. Kann ich euch dann danach gern geben. Diese Dokumente sind ordnungsgemäß bestätigt und ratifiziert. Das ist ein durcheinanderer Text. Also sämtliche Einrichtungen, die zur Verhaftung und zur Verwahrung jeglicher und aller Körperschaften, ihrer Beauftragten, Beamten und anderer Akteure, ungeachtet des gewählten Domizils, die privaten Geldsysteme besitzen, betreiben und unterstützen, begünstigen und die sich Rechnungsstellung, Geldeintreibung, Vollstreckungsmaßnahmen, das ist wieder weg, mit dem Handy, das ist echt schwierig. Markus? Markus, kommst du nochmal? Das ist einfach eine Katastrophe. It's always gone. Das geht immer weg von dem Bildschirm hier. Im Endeffekt, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich brauche das gar nicht vorlesen. Die Info ist die. Es gab eine Steuerprüfung der Firmenländer. Diese Steuerprüfung hat ergeben, dass die Firmenländer, sozusagen, also die Länder, die eigentlich Firmen sind, dermaßen Misswirtschaft betrieben haben, dass sie zwangsvollstreckt sind, was zur Folge hat, wenn ein Unternehmen, jetzt ein Kleinunternehmen, ein mittelständisches Unternehmen, wenn das insolvent ist, wenn es gepfändet wird und zwangsvollstreckt wird, was passiert automatisch damit? Jegliche Verträge mit anderen Firmen, mit anderen Unternehmen, die diese insolvente Firma abgeschlossen hat, sind nichtig, lösen sich auf. Sämtliche Anstellungsverhältnisse, die in diesem System jemals ausgeschrieben wurden, lösen sich auf. Jetzt ist die Frage die, was passiert? Oder es hört sich sehr gut an, was passiert damit? Österreich ist als Land, so wie viele andere auch, außer 10 auf diesem Planeten, zwangsvollstreckt. Das heißt, sämtliche Einrichtungen, Behörden, Ämter Heime, Institutionen, alle die eben unter diesem Arbeitsvertrag mit dem Land Österreich stehen, diese Arbeitsverträge sind aufgelöst. Das heißt, es gibt diese Einrichtungen, Institute, Behörden etc. gibt es nicht mehr. Die Mitarbeiter in diesen Einrichtungen, Behörden etc. haben keinen Arbeitsvertrag mehr, weil keine Firma mehr dahinter steht, die das Ganze deckt, die dafür bürgt. Das heißt, jeder, der in einem öffentlichen Amt, der in einer Behörde arbeitet, arbeitet von dem Moment an jetzt auf eigenes Risiko. Das heißt, er bürgt auch privat für jede Tat, die er tut. Wenn euch jemand heute etwas vorschreibt, wenn euch jemand delogieren möchte, wenn euch jemand zwangsvollstrecken möchte, wenn jemand euch Mahnungen schickt etc., könnt ihr zurückschicken, das ist alles noch null und nichtig, weil es gibt keine Einrichtung mehr, die das überhaupt vollstrecken darf. Weil durch dieses offizielle Dokument, diese UCC, die Zwangsvollstreckung und die Pfändung rechtsgültig ist. Und das ist der Moment, wo wir halt wirklich sagen, ja, wir sind frei. Wir sind nicht mehr in dem System. Ich war heute Morgen beim AMS und die Frau hat mich angeschaut und hat gefragt, ja, wie machen wir jetzt weiter? Und da habe ich gesagt, nein, das weiß ich auch nicht, wie wir jetzt weitermachen, weil es gibt nichts mehr zum Weitermachen. Und dann hat sie gemeint, ja, wir müssen auf jeden Fall für Sie einen Job finden. Sage ich, wir müssen überhaupt keinen Job für mich finden, weil wir beide keinen Vertrag miteinander haben. Ich bin Ihnen nichts schuldig und Sie sind mir auch nichts mehr schuldig. Ja? Dann war sie natürlich sehr schockiert und das war für sie das erste Mal, dass sie davon gehört hat. Dann habe ich sie darüber informiert. Ich meine, ich habe persönlich gar nichts gegen diese Frau. Ich finde sie im Gegenteil, ich finde sie recht sympathisch, was aber nichts an den Fakten ändert, dass ich sie darüber unterrichtet habe, ihr auch das Urteil vorgelegt habe, aus dem sie ersehen kann, wie das alles zustande gekommen ist, dass ich jetzt vor ihr stehe und sage, wir beide haben nichts miteinander zu tun. Das hat sie total verwirrt und hat sie die Abteilungsleiterin gerufen. Die Abteilungsleiterin kam, hat mich dann ausgelacht, als ich ihr das gesagt habe. Dann
habe ich gesagt, naja, das mag sein, dass sie das ganz lustig findet, nur sie soll sich dessen bewusst sein, dass alles, was sie mit mir tun, so oft wie sie mich noch einberufen wollen hier, dass ich ihnen darüber eine Rechnung stellen werde, über meine Lebenszeit. Den Wert davon bestimme ich selber, den bestimme ich derzeit in Silberunzen. Ja. Also meine Lebenszeit ist mir momentan noch 200 Silberunzen wert, also sie wird wahrscheinlich auch mehr werden, weil mit dem Bewusstsein steigt dann auch das Empfinden für den eigenen Wert. Aber wie gesagt, sollte sie mich nochmal einberufen, werde ich auf jeden Fall ihr eine Rechnung stellen. Und diese Vorgehensweise ist auch nichts Fiktives, das ist eine ganz normale, ganz bisher auch praktizierte Art und Weise. Jeder Rechtsanwalt stellt eine Rechnung über seine Arbeitszeit, ein Mechaniker stellt eine Rechnung über seine Arbeitszeit, wenn ich ihn beanspruche. Und genauso ist das bei mir auch. Wenn das Arbeitsamt oder diese Dame da als Person mich beansprucht, weil sie mit mir reden möchte über meinen Job vielleicht oder so, dann gebe ich ihr meine Zeit zur Verfügung und die berechne ich ihr und darüber stelle ich ihr eine Rechnung. Und das können wir alle. Eine Befugnis dafür hat, wo ihr hinkommen müsst, wann ihr wo etwas zu tun habt, wie auch immer. Wir sind frei. Und das ist eigentlich die ganze Info, die ich euch geben wollte. Das Bewusstsein. Wir hören immer wieder, ja, wir sind frei und wir müssen die Systeme und die Geldsysteme und die Polizei und die Ämter und Behörden etc. Mit denen müssen wir irgendwie reden und denen irgendwie sagen, dass wir das nicht mehr wollen. Das müssen wir nicht mehr, weil es gibt sie einfach nicht mehr. Und das war jetzt einfach eine Information, die ich euch zum wiederholten Mal, also nicht ich zum wiederholten Mal, aber ich hoffe, ihr hört sie immer wieder und ihr gebt sie auch immer wieder weiter, weil ich glaube, das ist der Anfang von dem Bewusstsein, den wir hier auch starten. Dass wenn ich für mich entscheide, ich bin frei und gebe das auch so weiter, dann müssen wir nicht kämpfen, dann müssen wir niemanden stürzen, dann müssen wir niemanden seines Amtes beheben etc., sondern ich glaube, es liegt daran, dass wir für uns eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung ist an sich in einer Sekunde getroffen, indem ich sage, ja, ich bin es. Was dann auch damit zusammenhängt, kommt dann weiter. Aber ich hoffe, dass wir alle zu dem Punkt kommen, wo wir einfach in uns selber den Schalter umklicken und sagen, ich bin frei, du bist frei, wir sind frei.